Hi Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Advance Wars Dual Strike und ich muss mich auch gleich mal entschuldigen dafür, dass die letzten Tage leider keine Folgen gekommen sind. Ich hab's versäumt im Voraus aufzunehmen und übers letzte Wochenende war bei mir der Timon zu Besuch. Und da konnte ich nicht wirklich was aufnehmen, weil wir hatten sehr, sehr viel zu tun. Aber ich will mich gar nicht weiter damit aufhalten. Ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit Mission 19 Into the Woods. Well, look what the wind blew in. A little bird named Hawkey. What are you doing here? Hello, Candy. I wonder how the war against the Allies fares. I trust you're fulfilling your duties. Did you know they made it all the way here to Red Rock Desert? You are aware of the orders not to let them near our base here, right? The orders which came from our new leader von Bolt. What are you scheming? Scheming? Whatever do you mean? Do not play coy with me. The three of you, the so-called Bolt Guard, you must know what von Bolt's goal is. He's wielding Black Hole's army like it is his personal sledgehammer. What does Black Hole gain by turning this land into a scorched earth? Answer me. What are you after? Where is your master? Where is von Bolt? There's no reason for you to know that, my adorable bird. All you have to worry your head about is following the commander's orders. If you find yourself incapable of doing so, then leave me no choice. I will go and crush those allied fools myself. I am up for your call for the month, you know. Ta-ta, little birdie. These are tight quarters. The visibility is poor too. It looks like we're in for another tough fog of war battle. What's the hold up? We can see the road, can we? Let's roll. Something wrong, Sasha? I have a bad feeling about this. Perhaps it's just a case of nerves, but Sasha's bad feelings are generally followed by bad events. Once I was little and fell down the stairs, she... What are you blabbing about? Oh, sorry, it's just... Whatever the case, we can't just sit here. I want everyone to stay alert and move forward. Ja, das machen wir. So, wir haben in der Roten Armee. Wen brauchen wir hier? Ich brauche da jemand, der gut mit Bodentruppen umgehen kann. Und da benutze ich jetzt mal eine Tech-Kombination, die ich bisher noch nicht benutzt habe. Zumindest noch nicht in diesem LP. Jake ist ja nebenbei jetzt Rang 3. Das heißt, wir können jetzt auch Teamwork reinmachen. Bedeutet, dass der zweite Co. in der Armee 5% mehr Schaden mit allen Einheiten macht. Finde ich immer wieder sehr, sehr brauchbar. Und was wir hier außerdem haben, Vision plus 1 im Kriegsnebel Gold wert. Chess ist ein super Partner-Co. für Jake, das kann man so lassen. Hier oben, also Javier ist keine schlechte Wahl da, allerdings habe ich für ihn jetzt keinen Tag-Partner mehr, nachdem ich Chess bei Jake schon reingeschmissen habe. Ich könnte natürlich auch wieder Jake mit Rachel paaren, aber ich würde da unten in diesem Fall gerne mal mit Chess arbeiten. Einfach weil wir sie bisher noch so selten verwendet haben. Rachel kann ich hier aber nicht, wobei, ich bin jetzt gerade am überlegen, wen kann ich da oben eigentlich noch reinschmeißen? Noch irgendjemand mit Kanbei macht er sonst noch, aber so Kanbei hat er noch einen Tech-Stern, aber sonst nichts. Rachel taggt sonst nur mit Nell. Colin und Sascha wären wieder eine Option, aber hier in der Karte gibt es nicht wirklich irgendwas, womit man sich was kaufen könnte. Folglich lasse ich das einfach eine ungetaggte Kombination. Ich lasse hier einfach Javier und Rachel. Weil die beiden da oben noch einiges anrichten können. Allerdings werde ich Rachel anfangen lassen. Und ja.
nachdem Chess ja auch noch auf Rang 0 ist, können wir hier auch keine Skills geben. Und wir haben hier einen Megatank in der Startarmee. Das möchte ich hier nochmal ganz besonders anmerken. So, ich probiere es jetzt einfach mal. Mission 19, Into the Woods. Rachel told me about your hometown drying up and turning into a wasteland. I don't know what to say, it all sounds so horrible. It was pretty jacked up, but I guess I'm cool now. Once we drop these fools, we'll rebuild it in a big way. So. Hier muss ich vorsichtig sein, weil Black Hole hat hier noch ein paar schöne Überraschungen in dieser Mission. Die werdet ihr hier schon noch früh genug sehen. Dann kümmere dich doch mal rein. So. Das war's hier erstmal. You remember your Fog of War fundamentals, watch the woods. Only a coward of man ambushes his enemy. This is not the knight's way. So. Ich stell dich lieber mal dahin, weil da kommen ein Haufen Flieger unterwegs. Auf unserem Weg. Die greifen hauptsächlich da unten bei der Orange Star Armee an. Hätte ich die lieber etwas weiter nach unten gestellt. Speer nach vorne. Aber auch wieder nicht so weit nach vorne ist, dass sie nichts mehr machen können. Also, beziehungsweise, dass sie nicht schutzlos sind. So, dich stelle ich mal da rein. Mehr kann ich in der ersten Runde jetzt eh mal nicht machen. Javier werde ich hier erst reinchecken, wenn ich mindestens einen Tower habe. Here comes the Stumbling Bandit Fix now. And it's about time for that to make an appearance. Entschuldigung. Those fools are going to be eaten for lunch. Oh dear, it's something amiss, Ken. It's Lash, and don't forget kittens may be cuddly, but they still got claws. And that thing is so not a weapon. Compared to my invention, it's just the hideous. It's not even fun to poke. My dear, jealousy is so unbecoming. Don't you know it will give you wrinkles? Why aren't you dreaming up your next invention? Something that causes doom? An unproductive cause, nothing more than a dead weight after all. Shut up, Hag! I don't need you to tell me what kind of evil I should be brewing. I would do well to remember you are speaking to your superior officer child. A clever kitten obeys the masters that feed it. And a lone and abandoned kitten would find life very difficult, do you understand? I understand, we have to crush these allied geeks, that's all that matters. Good kitten, now then, shall we prepare to move out? You will be my partner. I expect nothing less than a complete and perfect victory. Attack battle? With you? Ah, such a sore face, you bound me. No matter, with that on my side, there's no way I can be defeated. Zwei Stück habe ich gerade gehört von dem, wovon sie gerade gesprochen hat. Black Hole hat nämlich schon wieder so eine wunderbare neue Waffe. Die möchte ich erstmal hier reinrennen lassen. Oh ja. Hier haben wir noch diesen Speer, den ich jedes Mal wieder vergesse. Ne, warte, das lassen wir mal lieber. Hm.
stellen ihn lieber darauf. So. Ich bin am Überlegen. Ich glaube, ich werde hier erstmal mit Chess ein bisschen weitermachen. Ihre Bodentruppenstärke kommt mir hier jetzt dann gleich sehr zugute. Kommt natürlich wieder genau nicht hin. Verteidigungswall aufbauen. In der Hoffnung, dass die jetzt da gleich hier reinrennen. Wow, what's up with that jiggly slimy tank? I've never encountered anything like it. It must be a new black hole weapon. I get chills just looking at it. This is a bad omen. Surprise! The look in your faces was just priceless. Behold Black Hole's ultimate weapon, the creeping death known as Osium-238. I'm pleased to report it's impervious to blue. It's impervious to bombs, missiles, and even co-powers. It's quite hungry and it will feast on you and everything else in its path. It looks slow to me, but yeah, only okay, people. We have no clue what the thing's capable of. Watch yourself. Ich weiß aber, was das Ding kann. Gut genug. Das Ding kann nämlich Einheiten verschlingen. Ach ja. Ich habe vergessen, dass ich mich vor eine Stadt gestellt habe, wenn ich gegen Candy spiele. Wenigstens hat sie nur eine Artillerie gedamaged. Und jetzt ist Lash nach vorne. Also dann. 44%, das ist doch schon mal ein guter Anfang. Fernwaffen machen leider fast gar nichts drauf. Dennoch ist es ein bisschen was. Jetzt ist die Frage. Mit 38%. Gut, mit ein bisschen Glück passt's immer. Das Zeug sollte man, soweit es geht, immer sofort vernichten. Moment mal. Ich glaube, da brauchen wir den gar nicht mal. Der kommt nicht hin. Aber gut, der reicht. Das ist sehr schön. Ich muss jetzt hier alle Fernwaffen kaputt machen. Das hat jetzt natürlich wieder nicht gereicht. Da steht natürlich was. So viel zu meinem schönen Plan, hier alle Fernwaffen kaputt zu machen. Moment mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Na gut. Tut mir jetzt zwar weh, dass ich das ziehen muss, aber... Wenn ich dafür noch eine Artillerie kaputt machen kann und einen Raketenwerfer weghauen kann, dann ist es das wert. Ich will nicht, dass irgendwelche Raketenwerfer auf mich schießen. Weg. Also schießen wir die schon mal so weit an, dass die nicht mehr viel machen können. Schauen wir mal, vielleicht reicht das ja auch noch. Und ein HP macht trotzdem immer viel. Dann würde ich gern diese Flak-Einheit hier noch anschießen. Und die Flak-Einheit würde ich auch gern noch kaputt schießen. Wenn wir schon dabei sind, den kriegen wir auch kaputt. Das 13%, das glaube ich geht nicht, aber vielleicht, ja doch, geht sogar. Den hier noch da reinstellen. Und das sollte dann erstmal reichen.